Georgie Burns. Alex Priest. Das ist alles sehr förmlich, nicht? Ja, wahrscheinlich. Hi, ich bin Georgie. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Alex Priest. Ich bin entzückt. Ja. Georgie Burns und Alex Priest. Zwei Menschen, zwei Welten prallen aufeinander. Zufällig auf einem Bahnhof in London. Und obwohl sie unterschiedlicher Herkunft sind und er 3 Jahrzehnte älter ist, finden sie sich irgendwie sympathisch. Dann entwickelt sich über 6 Szenen eine sehr ungewöhnliche Art der Beziehung zwischen diesen beiden Figuren, die sich unter normalen Umständen wahrscheinlich nie kennengelernt hätten. Und man kann mitverfolgen, wie die miteinander wachsen und sich immer besser kennenlernen und auch ihre eigenen Grenzen, die sie sich zum Teil selbst gesteckt haben, überwinden und einen gemeinsamen Weg gehen. Sie, die 42-jährige alleinerziehende Mutter, er, 75, pensionierter Metzger. Unaufhaltsam kommen sie sich näher. Ich habe das furchtbare Gefühl, leider, dass sich ein Teil von mir gerade... Spuck's aus. ...gerade in dich verliebt. Und ich will nicht, dass das passiert. Ich gehe. Georgie plagen Einsamkeit und Existenzängste. Alex Priest hat Angst vor dem Älterwerden. Je älter ich werde, muss ich gestehen, desto bewusster wird mir, wie unfassbar kurz das alles ist. Es ist erschreckend kurz, das Leben. Es ist ungerecht. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich kapiere erst jetzt, wie dieses Scheißding läuft. Aber was sie beide können und was sie miteinander schaffen, ist so, sich Stück für Stück zu öffnen und jeweils auch durch die Augen der anderen Person das Leben neu wahrzunehmen. Es ist ein sehr zugewandtes, lebensbejahendes Stück. Heisenberg. Ob die Verschmelzung dieser unterschiedlichen Teilchen gelingen kann, ist noch bis Juli in den Kammerspielen zu sehen.